Hallo Kinder, wir Lesefüchse müssen jetzt wegen Corona auch alle daheim bleiben. Aber im Internet lesen wir trotzdem für euch ein paar Geschichten vor. Und hier kommt schon eine. Hallo, ich bin auch ein Lesefuchs und heiße Christine. Ich habe ein Märchen der Brüder Grimm für euch vorbereitet. Und wie ihr euch vorstellen könnt, geht es in diesem Märchen um ein Schloss. Meine Tochter hat das zusammengebaut und ich nehme das jetzt mal als Dekoration her. In dem Schloss wohnen nach, wer weiß es, der König, eigentlich die Königin, komischerweise kommt die in dem Märchen nicht vor, und 12 Prinzessinnen. Und das Märchen, das ich euch vorlese, heißt Die zertanzten Schuhe. Hattet ihr schon mal zertanzte Schuhe? Wisst ihr denn, wie zertanzte Schuhe aussehen? Ich kann es euch vielleicht erklären. Also wenn ihr ganz viel draußen herumtobt, auf dem Spielplatz oder in den Regenpfützen, im Kindergarten, dann kann es passieren, dass eure Schuhe Löcher bekommen. Und früher war das so, dass eigentlich alle Schuhe Ledersohlen hatten. Und dieses Leder wurde mit der Zeit, wenn man ganz viel damit herumgelaufen ist, mit den Schuhen, wurde das immer dünner. Und dann gab es tatsächlich Löcher drin. Und um diese Löcher in den Schuhen und woher die kommen, geht es in diesem Märchen. Und jetzt beginne ich. Die zertanzten Schuhe. Ein Märchen der Brüder Grimm. Es war einmal ein König, der hatte 12 Töchter. Eine immer schöner als die andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander standen. Und abends, wenn sie darin lagen, schloss der König die Tür zu und verriegelte sie. Wenn er aber am Morgen die Türe aufschloss, so sah er, dass ihre Schuhe zertanzt waren und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen war. Da ließ der König ausrufen, wer es konnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der solle eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein. Wer sich aber meldete und es nach 3 Tagen und Nächten nicht herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange, so meldete sich ein Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen, also herauszufinden, warum die Prinzessinnen zertanzte Schuhe hatten. Er ward wohl aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein Bett war da aufgeschlagen und er sollte Acht haben, wo die Töchter hingingen und tanzten, damit sie es nicht heimlich treiben konnten oder zu einem anderen Ort hinausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen worden. Dem Königssohn fiel's aber wie Blei auf die Augen und er schlief ein. Und als er am Morgen aufwachte, waren alle 12 zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend ging's nicht anders. Also er schlief auch wieder ein und er merkte nichts. Und so musste dieser Königssohn leider sterben. Es kamen hernach noch viele und meldeten sich zu dem Wagstück, aber sie mussten alle ihr Leben lassen. Jetzt trug sich's aber zu, dass ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr zum Militär konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wo er denn hin wolle. »Ich weiß es selber nicht so recht«, sprach er und setzte im Scherz hinzu. Also, er hatte so spaßeshalber gesagt. »Ich hätte wohl Lust, ausfindig zu machen, wo die Königstochter ihre Schuhe vertanzen, und dann möchte ich König werden.« »Das ist so schwer nicht«,
sagte die Alte. Du musst den Wein nicht trinken, der dir abends gebracht wird, und musst tun, als wärest du fest eingeschlafen. Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach: Wenn du das umhängst, so bist du unsichtbar und kannst den Zwölfen dann nachschleichen. Wie der Soldat den guten Rat bekommen hatte, traute er sich, vor den König zu treten und sich als Bewerber zu melden. Er ward so gut aufgenommen wie die anderen auch, und es wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends, zur Schlafenszeit, ward er in das Vorzimmer geführt, und als er zu Bette gehen wollte, kam die Älteste und brachte ihm einen Becher Wein. Aber er hatte sich einen Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder, und als er ein Weilchen gelegen hatte, fing er an zu schnarchen, wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die 12 Königstöchter, lachten, und die Älteste sprach: Der hätte auch sein Leben sparen können. Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten und holten prächtige Kleider heraus, putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tanz. Nur die Jüngste sagte: Ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ist so wunderlich zumute. Gewiss widerfährt uns ein Unglück. Du bist eine Schneegans, sagte die Älteste, die sich immer fürchtet. Hast du vergessen, wie viel Königssöhne schon umsonst da gewesen sind? Dem Soldaten hätte ich gar keinen Schlaftrunk geben brauchen. Der Lümmel wäre doch nicht aufgewacht. Wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht, und sie glaubten nun ganz sicher zu sein. Da ging die Älteste an ihr Bett und klopfte daran. Alsbald sank es in die Erde und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach der anderen, die Älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing sein Mäntelchen um und stieg hinter der Jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aus Kleid. Da erschrak sie und rief: Was ist das? Wer hält mein Kleid fest? Sei nicht einfältig, sagte die Älteste. Du bist an einem Haken hängen geblieben. Da gingen sie vollends hinab, und wie sie unten waren, standen sie in einem wunderprächtigen Baumgang. Da waren alle Blätter von Silber und schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte: Du willst dir ein Wahrzeichen mitnehmen, und brach einen Zweig davon ab. Da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baume. Die Jüngste rief wieder: Es ist nicht richtig! Habt ihr den Knall gehört? Die Älteste aber sprach: Ach, das sind Freudenschüsse, weil unsere Prinzen bald erlöst sind. Sie kamen darauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold, und dann in einen dritten Baumgang, wo sie klarer Diamant waren. Von beiden brach der Soldat einen Zweig ab, wobei es jedes Mal furchtbar krachte, dass die Jüngste vor Schrecken zusammenfuhr. Aber die Älteste blieb dabei, es wären Freudenschüsse. Sie gingen weiter und kamen zu einem großen Wasser. Darauf standen 12 Schifflein, und in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz. Und alle hatten auf die 12 gewartet, und jeder nahm eine zu sich. Der Soldat setzte sich mit der Jüngsten in das Boot. Da sprach der Prinz: Ich weiß nicht, das Schiff ist heute viel schwerer, und ich muss aus allen Kräften rudern, wenn ich es fortbringen will. Wovon sollte das denn kommen, sprach die Jüngste, als vom warmen Wetter? Es ist mir auch so heiß zumute.
Jenseits des Wassers aber stand ein schönes, hell erleuchtetes Schloss, woraus eine lustige Musik erschallte von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein und jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten. Der Soldat tanzte aber unsichtbar mit. Und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, dass er leer war, wenn das Mädchen ihn wieder an den Mund brachte. Und der Jüngsten ward auch Angst darüber, aber die Älteste brachte sie immer zum Schweigen. Sie tanzten da bis 3 Uhr am anderen Morgen, wo alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mussten. Die Prinzen fuhren sie wieder über das Wasser zurück. Und der Soldat setzte sich diesmal vorne hin zur Ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihrem Prinzen Abschied und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus und legte sich in sein Bett. Und als die 12 langsam und müde heraufgetribbelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut. Dass sie alle es hören konnten und sie sprachen, vor dem sind wir sicher. Da taten sie ihre schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten sich nieder. Am anderen Morgen wollte der Soldat nichts sagen, sondern das wunderliche Treiben noch einmal mit ansehen und ging die 2. und die 3. Nacht wieder mit. Da war alles wie das erste Mal und sie tanzten jedes Mal, bis die Schuhe entzwei waren. Das 3. Mal aber nahm er zum Wahrzeichen einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte er die 3 Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König. Die 12 aber standen hinter der Türe und horchten, was er sagen würde. Als der König die Frage tat, wo haben meine 12 Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertanzt? So antwortete der Soldat. Mit 12 Prinzen in einem unterirdischen Schloss, berichtete, wie es zugegangen war und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte. Und da sie sahen, dass sie verraten waren und leugnen nichts half, so mussten sie alles eingestehen. Darauf fragte ihn der König, welche er zur Frau haben wollte. Der Soldat antwortete, ich bin nicht mehr jung, so gebt mir die Älteste. Da ward noch am selbigen Tag die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach des Königs Tode versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viele Tage wieder verwünscht, als sie Nächte mit den 12 getanzt hatten.